gut? Mhm, ich weiß. Das ist sehr interessant. Ja, das ist Nelio. Ein Reifen. Toll. Okay, love you. Viel Spaß. Danke. Love you, Nili. Nili. Tschü. Tschü. Tschü, Nili. Tschü, mein Schatz. Tschü, wir müssen wachsen nicht so schnell. Nilio, wir haben jetzt Sturmi. Also, Vloggen mit Baby. Semi-gut. So, ein herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Dieser Wochenvlog fängt damit an, dass Eugen vier Tage lang nicht da sein wird. Heute ist Montag, er wird bis Freitag in München sein mit Art. Und die werden da Sessions haben, also es wird viel Musik produziert. Und wir bleiben zu Hause. Genau, aber ist überhaupt nicht schlimm. Nelio ist sowieso der beste Gesellschaftspartner. Ich werde ihm jetzt aber gleich das zweite Mal, beziehungsweise nee, das dritte Mal Brei geben. Und zwar habe ich gestern einen Apfel-Birnen-Brei gemacht und ich mache jetzt erstmal alles ready. Und dann bekommt der kleine Mann Brei und ich nehme euch mit. Erstmal ein bisschen spielen und wieder umgedreht. Ja, man muss echt immer aufpassen. Er ist einfach überall und dreht sich überall um. Das ist so krass. Einmal den Mund auf. Schmeckt es gut? Lecker, lecker, lecker. Das ist lecker. Was er auch richtig toll findet, sind diese Dinger hier. Und zwar ist das so ein XXL-Schnulli, würde ich sagen. Und hier, das hier oben, diesen Noppen, kann man ändern in verschiedenen Größen. Und da habe ich jetzt Banane reingemacht. Also das ist so für Früchte, da kann man Erdbeeren reinmachen, Mango, was auch immer. Und Banane findet er richtig, richtig toll. Oh, Leute. Boah, seitdem wir aus Santorini wieder da sind, bin ich irgendwie so dauermüde. Oh. Das ist echt krass. Mein Papa ist gerade gekommen und ist gerade mit Nelio ein bisschen spazieren bei dem schönen Wetter. Und ich nutze die Zeit, um den ganzen Koffer aus Santorini auszupacken. Habt ihr gesehen, wie ich die Koffer gepackt habe in dem Vlog? Jetzt packe ich sie wieder aus und ich hasse es. Also packen ist ja so eine Sache, ne? Aber auspacken... Die Kamera ist immer eine sehr große Motivation für mich, dass ich es dann auch mache und es nicht wieder von mir wegschiebe. Aber ich sage euch mal... Diesen Koffer habe ich auf jeden Fall schon ausgepackt. Das war Eugens Koffer, der ist auch schon leer. Aber ja, jetzt muss ich es erstmal hinter mich bringen. I hate it. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Sachen auspacken und dann waschen und so. Oh. Aber das muss. Deshalb machen wir uns mal an die Arbeit, ne? Erstmal, ihr wisst Bescheid, ein Podcast. Fick dein Abitur. Du gehst morgens zur Schule, ich schlafe aus bis 13 Uhr. Das, meine Damen und Herren, war Flair in einem uralten Track namens Dein Leben. Oh, fertig. Endlich. Die Wäsche, die gewaschen werden muss. Und Essen ist ready für mich und meine Eltern. What a day. Irgendwie war so... gar nichts und alles los, würde ich mal so sagen. Ah, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die Koffer jetzt ausgepackt habe. Ich werde jetzt nochmal die Wäsche anschmeißen, damit schon mal ein bisschen gewaschen wird. Morgen ist ein neuer Tag, aber ich fühle mich so gerädert. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so müde bin irgendwie. Ich fühle mich richtig gerädert. Ja, gibt auch solche Tage, ne? Ist nicht immer alles super tutti, super toll. Gibt auch mal Tage, wo es halt nicht so... produktiv ist oder nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Muss nicht immer alles perfekt sein. Aber ich freue mich auf morgen. Ich sehe Leni endlich wieder nach Santorini. Wir haben uns jetzt, glaube ich, 2 Wochen nicht gesehen. Freue ich mich sehr. Einen wunderschönen guten Dienstag. Heute mit meinem Twin. Moin. Lansky Marie. Und zwar begleitet sie mich zum Friseur.
Und wir werden gerade beobachtet von einem Bauarbeiter, der gerade... Okay, von drei. Von drei. Deshalb machen wir uns mal auf den Weg zu Diego. Ich habe mein iPad und auch dabei. Sie war nämlich gerade in der Schule. Ich habe sie von der Schule abgeholt. Und meine Haare werden gleich fresh gemacht. As you can see, ich habe auf jeden Fall schon einen miesen Ansatz. Und sie werden auf jeden Fall wieder heller. Für den Summer. Vielleicht ist es der letzte Friseurbesuch vom Sommer. Oder vom Urlaub sozusagen. Und Neli ist natürlich auch mit dabei. Der ist hinten im Gepäck. Und ich werde euch auf jeden Fall Updates geben, wie meine Haare gleich aussehen, wie sie dann aussehen werden. Und hast du noch was zu sagen? Alles klar, tschüss. So, angekommen im coolsten Friseurstudio in Köln bei Diego Vosser. Und zwar sind das jetzt meine Haare, wie sie jetzt aussehen. Also sie sind unten auf jeden Fall schon sehr, sehr hell. Also so ist es nicht. Aber das Problem liegt hier. Und zwar mein Ansatz. Und ich will auf jeden Fall noch hellere Strähnen hier haben. Und in der Kontur genauso, dass wenn ich mir halt einen Dutt mache, dass es halt einfach heller ist. Genau, ich nehme mich jetzt mal mit. Ihr seht auf jeden Fall hier mein Vorher. Und alles meine natürlichen, echten Haare, keine Extensions. I'm a natural queen, sage ich euch. Leni ist mit Medio beschäftigt. Hallo. Hey, ich bin Das ist auch so krass. Ich bin einfach seit 2015 bei Diego. Also eigentlich dieses Jahr schon 7 Jahre. Ich habe ihn Anfang 2015 kennengelernt, als er mir die lilanen Haare, die ich hatte, wieder blond gemacht hat und mir das Lila aus den Haaren gezogen hat. Und so haben wir uns kennengelernt. Und jetzt bin ich immer noch bei ihm. Jetzt natürlich in seinem eigenen Laden. Früher war er nicht selbstständig. Aber ich vertraue ihm blind und wird mir auf jeden Fall was Schönes mit den Haaren zaubern. Das weiß ich. Ich vertraue ihm. Ich könnte sogar sagen, mach einfach. Er würde was Cooles machen. Was machen wir mich? Richtig schlimm dann, vom Ansatz aus. Yeah. Nicht mehr so viel Balayage. Das wollte ich hören von meinem Diego. Sonst aber, immer so, ja. Ja, aber wir übertreiben. Also es wird schon ein sichtbares Ergebnis. Ja. Aber wir übertreiben nicht, weil die Haare sind schön lang und gesund geworden. Und das provozieren wir jetzt nicht direkt raus. So sieht's aus. Und einige Spitzen müssen wir ein bisschen trotzdem mal so drüber gehen, aber jetzt nicht voll abschneiden. Es sei denn, du willst einen kompakteren Schnitt unten haben, dass es ein bisschen fülliger ist. Dann ja. Mhm. Aber ansonsten. Aber können wir ja dann danach machen, ne? Genau. Cool. The food is looking delicious. Ich habe mir eine vegane Bowl bestellt. Mit Gyoza, Röstzwiebeln, Avocado, Salat, Kimchi und, und. Nelio ist am Schlafen. Ist auf jeden Fall bei der Hälfte angekommen. Und Leni ist auch am Fuden. Deshalb erstmal muten. Sieht halt gut aus. Farbe ist rauf. And I'm ready. So, das sind meine freshen Haare. Ist nicht sehr viel anders. Ich habe auf jeden Fall nur einen viel, viel helleren Ansatz. Und eine Strähnchenoptik. Also diesmal ein bisschen dicker als sonst. Ich wollte das genauso haben. Und ich bin auf jeden Fall heller geworden. Meine Haare sind einfach so gesund. Ich muss mir die ganze Zeit durch die Haare gehen, weil die einfach so richtig fresh sind. Leni und Neli. Ja. Ja. Genau. I'm very, very happy. Und by the way, wollte ich euch noch Bescheid geben, dass Diego neue Mitarbeiter sucht. Also, falls ihr auf der Suche seid nach einem neuen Job, als Friseur, ob ihr eine Ausbildung seid, ersten, zweiten, dritten Lehrjahr, ist total egal, oder Meister seid und eure Stelle wechseln wollt, meldet euch auf jeden Fall bei Diego. Und vielleicht sieht man sich ja mal hier. Safe, wir sind auf jeden Fall, das ist unser zweites Wohnzimmer hier gefühlt. Deshalb, falls ihr Bock auf einen entspannten Job habt, auf einen coolen Chef, der euch viele Freiheiten lässt, aber euch auch fordert, das natürlich auch dazu gesagt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei Diego. Und genau, wollte ich auf jeden Fall Bescheid geben. Und ja, I love my hair. Ich finde es sehr, sehr cool. I like it. Wow. Spiegel findest du toll, ne? Ich habe dieses Ding hier. Für Nelio ist es richtig toll. Er liebt es, sich im Spiegel anzugucken. Oh, guck mal. Ich bin auf jeden Fall wieder back home. Ich war gerade noch kurz bei meinen Eltern, habe Leni abgelassen und habe meine Haare aber nicht... Mauschi.
meine Haare, wie ihr seht, nicht stylen lassen, weil ich sie zu Hause stylen wollte und Nelio da ein bisschen knatschig wurde, weil es einfach sehr, sehr warm im Laden war. Aber überhaupt nicht schlimm. Ich bin sehr, sehr happy mit den Haaren. Klein Neli ist am Schlafen. Die Sonne scheint noch richtig schön in unser Wohnzimmer rein. Und ich habe ein Paket bekommen. Ich habe nämlich bei Sephora bestellt. Kein Placement, ich habe für mich bestellt. Dinge bestellt, die ich noch nie hatte, noch nie bestellt habe. Ich bin sehr gespannt und ich dachte, ich mache einfach mal einen kleinen Haul mit euch. Da sind eigentlich ganz coole Sachen dabei. Ich habe sehr, sehr lange kein Make-up mehr bestellt. Also wirklich sehr lange. Ich glaube locker ein Jahr. Und wenn ich mal was bestellt habe, dann irgendwie bei DM, aber irgendwie nur so eine Lippenpflege oder so. So, fangen wir mal an. Ui, mit der Fenty Skin Cookies and Cream. Und zwar ist das die neue Maske von Rihanna, beziehungsweise von Fenty Beauty. Cookies and Clean, sorry, nicht Cookies and Cream. Aber Assoziation zu Cookies and Cream, deshalb Cookies and Clean. Detox Face Mask. Und zwar ist da Heilerde drin. Und es hört sich sehr gut an. Oh, schaut mal, so sieht das aus. Und ich habe gesehen, wenn man... Oh, das ist aber eine coole Konsistenz. Zwar ist das so gräulich, wie ihr seht, also so hell, fast weiß. Und da sind so schwarze Punkte mit drin. Und wenn man das verreibt, dann, ja Mann, seht ihr, dann lösen sich die Kügelchen auf. Und ich glaube, das ist die Aktivkohle oder das ist die Heilerde. Rihanna hat ein Video gemacht, wo sie sich das aufgetragen hat und ich war so... Okay, überzeugt. Als nächstes mein allerliebstes Abschminkprodukt. Und zwar hatte ich davon immer das Zwei-Phasen-Öl von Clinique. Und zwar ist das Clinique Take the Day Off Cleansing Oil. Und zwar hat das jetzt auch mit einem Pumper. Das heißt, ich kann es halt einfach auf die Hand pumpen oder auf ein Wattepad. Ich bin eher so Typ Hand und dann einfach verreiben. Dann habe ich mir ein neues Niacinamid Serum geholt. Und zwar benutze ich das mittlerweile echt schon lange, seit Anfang des Jahres. Und zwar bin ich sehr, sehr happy damit. Und das ist Niacinamid mit Zink. Niacinamid ist dazu da, dass es einfach die Hautbarriere schützt. Heißt, ich benutze es halt immer sehr, sehr gern, wenn ich irgendwie Retinol benutze, dann benutze ich erstmal Niacinamid. Dann greift es nicht die Haut richtig an, sondern es hat einen sehr, sehr heilenden Effekt. Und Zink ist halt dazu da, zum Beispiel, wenn man irgendwie Pickel hat, dass es einfach entzündungshemmend ist. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan. Kommen wir zu meinem... aller liebsten Lip Liner. Und ich hoffe sehr, wenn ich das jetzt sage, dass der einfach noch erhältlich ist, wenn ich immer wieder einkaufen will, weil er ist sehr oft ausverkauft. Aber er ist auf jeden Fall von Charlotte Tilbury. Ich habe mir den auch direkt zweimal geholt. Und zwar ist das der Lip Cheat. Witzigerweise wollte ich mir damals einen Lip Cheat holen in Pillow Talk, also in der Farbe Pillow Talk. Der war aber ausverkauft oder ich habe nicht richtig darauf geachtet, dass die mehrere Farben haben oder was auch immer. Und dann kam halt dieser hier in meinen Warenkorb. Und das war der beste Fehler aller Zeiten, denn das ist eine richtig, richtig, richtig krasse Farbe. Ich liebe sie. Jedes Mal, wenn ich diesen Lip Liner drauf habe, hier sieht man das mal, fragt man mich, was für ein Lip Liner ich drauf habe. Er ist so wunderschön. Der ist ganz, ganz, ganz minimal zartrosa, aber hat sehr viel Brauntöne, Beige-Töne und ist einfach das perfekte Nude für mich. Und unter anderem habe ich vor 2 Tagen sogar gesehen, dass Hailey Bieber denselben Lip Liner immer benutzt. Glaubt mir, Leute, er ist krass. Diese Farbe, Iconic Nude, ist unnormal, wirklich. Ich habe mir auf jeden Fall das allererste Mal auch die... Rare Beauty Blushes bestellt. Und zwar kennen das ja wahrscheinlich die einen oder anderen. Auch voll witzig, ich dachte immer, das wäre rund da oben. Es ist einfach oval. Ich habe mir die Farbe bestellt und zwar ist das in der Farbe Hope. Das ist eine neue Farbe. Und ich habe mir diese Farbe hier bestellt in der Farbe Joy. Boah, die sieht in der Kamera viel knalliger aus, als sie eigentlich ist. Weil diese beiden, einmal so ein schönes Rosé und einmal so ein Peach-Orange.
cool. Ja, das ist auf jeden Fall Peach. Das macht immer sehr schönen Turn, wenn man so gebräunt ist. Und ich finde, so eine Farbe ist immer sehr, sehr alltagstauglich. Oh ja. Das ist eine schöne Farbe. Es hat noch eine crazy Konsistenz. Ich habe mir auch eine andere Foundation geholt. Und zwar habe ich die auch noch nie gehabt. Und zwar von Shiseido. Und das ist halt immer so eine Sache, ne? Mit der Farbauswahl. Wird es passen? Wird es nicht passen? Das sieht sehr hell aus. Oh no. It looks very light. Very, very light. I think it's not my color. Scheiße. Oh, zu hell. Heißt, ich habe eigentlich keine Foundation. Aber was ich mir noch bestellt habe, ist dieses Produkt hier. Und zwar ist es der Airbrush Bronzer. Let's see. Doch. Sieht schon cute aus, oder? Ich glaube, das könnte was werden. Boah, wie groß ist das bitte? Wisst ihr was? Ich probiere jetzt einfach mal den Rare Beauty Blush mit euch aus. Aber ich glaube, ich nehme den hier. Der ist so gerade so ein bisschen mehr mein Vibe. Ach, ich mache jetzt mal die Seite. It's very pigmented. Aber... das ist echt schön. Ich glaube, wenn man das vernünftig mit einem Beautyblender einarbeitet, sieht das echt schön aus. Ich habe nur einen Punkt auf jeder Seite gemacht und das ist krass. Morgen mache ich mir übrigens auch wieder neue Nails. Ich liebe aber diese Farbe. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Farbe so oder so eine knallige Farbe so gerne trage. Aber die habe ich wirklich sehr gerne getragen. Ich überlege wirklich, ob ich mir die einfach nochmal mache, weil die ist echt krass. Und die sieht halt einfach in jedem Licht anders aus. In der Sonne sieht es einfach so gelblich aus, weil es halt einfach so krass Neon ist. Jetzt ist es so pinky, orange. Aber in der Kamera ist es auch richtig krass orange. Aber ich liebe es. Zeige ich dann mal eben schnell meine Nails, wie die geworden sind. Und zwar habe ich sie mir wieder kürzer gemacht. Und diesmal auch natürlicher aus dem Grund, weil ich jetzt die Tage einen Werbedreh habe, wo sie ein bisschen natürlicher sein sollten. Also in einer neutralen Farbe und jetzt nicht so was Knalliges. Und das ist so ein richtig schönes, leicht creme-beige Farbe. In matt. Also ich habe sie mir matt gemacht, anstatt glänzend. Ich glaube, man kann das ganz gut sehen. Mal, wie gepflegt das einfach aussieht. Das sieht so richtig cute aus. Ich fliege ja nächsten Monat nach Ibiza. Heißt, da werde ich meine Nägel auch nochmal vorher fresh machen und dann werden die wieder knallig. Ja, Mann, dann werden die wieder knallig. Da habe ich Bock drauf. Weil ich habe die echt geliebt vorher, die Farbe. Aber wie gesagt, jetzt sind wir erstmal ein bisschen auf natural. Mittag. Ich trinke mir eine Coke. Zerro. Und gucke, ob ihr es glaubt oder nicht. Temptation Island. Ich lieb's. Ich liebe es. Und habe mir gerade eine Spargel-Kartoffel-Tomatenpfanne gemacht. Und zwar hatte ich viel Spargel da. Habe mir da ein paar Kartoffeln gekocht, leicht angebraten. Für 2 Minuten dann die Tomaten rein und die Spargel. Und Parmesan drüber. Und ich muss sagen, schmeckt echt sehr, sehr gut. Komplett Freestyle, einfach alles reingeworfen. Und irgendwie schmeckt es immer. Auf einmal stand die vor meiner Tür. What you doing here? Lord of my inner innards. And after a while I was thinking, okay, let's visit my sister. And drink a cola. Und wie spät ist es? 10 vor 9. And I'm drinking a Kakao. And I'm drinking a Coke, because... Meine richtig traumatisierende Erinnerung mit Kakao. Warum? Soll ich dir die erzählen? Ja.
Als ich lesen gelernt habe, das war wirklich traumatisierend, hatte ich so ein Buch und dann standen da so Wörter und ich musste sie halt so, also ich habe so gerade das ABC gelernt. Und dann haben wir gerade die einfachsten Wörter angefangen und da war da Kakao. Du hast Kakao geschrieben? Nee. Mama, so, was steht da? Ich so, K-K-O. Nein, was steht da? K-K-O. Und ich schwöre dir, das ging locker eine halbe Stunde. Es ging locker eine halbe Stunde. Ich so, da steht nur Kakao. Ich konnte es nicht zusammen. Nein. Ich konnte es nicht zusammenführen. Susi, komm mal her. Ja. Komm her. Listen to what Mommy tells. Komm her. Seitdem. Also guck mal, da war ich 6. Kakao. Kakao, süß. You tried though. It was right. Aber dass sie mir auch nicht so sagt, so hey, nee, es heißt Kakao. In der Pronunciation. Lese es nochmal. Lese es nochmal. Gloria, schreib mir den Hut. Du hast nichts mehr zu melden. Gloria, schreib mir den Hut. Ich bin jetzt auf Käse. Ja, lecker. Ja, auf jeden Fall hier Ofen-Cheese gemacht mit Ciabatta. Warte, ich mochte das. Ich mag das eigentlich, glaube ich, nicht. Ja, dann. Ich mach jetzt Taste Test. Hast du auch nochmal heiß? Ja, muss auch. Okay, muss ein bisschen boosten. Da kann man schon machen. Oder? Mhm. Ich mag keinen Käse, aber irgendwie halt schon. Das war das Ding. Das ist dieses, du findest nice, aber irgendwie magst du den Geschmack nicht. Irgendwie, ja, irgendwie feiere ich das, aber irgendwie feiere ich es auch nicht. Aber irgendwie ist es auch geil, einfach so zu essen. Super Körner. Nicht zu wenig. So, guten Morgen. Wir haben Donnerstag und jeden Donnerstag heißt es Babyschwimmen. Nelio ist schon in seiner Babyschale. Jackie kommt jetzt und holt mich ab und wir fahren gemeinsam mit einem Auto dann zum Babyschwimmen mit der kleinen Malia. Da werde ich natürlich nicht mitfilmen, obviously, aber ich werde euch danach berichten, wie es war. Nelio wird sehr wahrscheinlich danach wieder K.O. sein. Kleiner Mann, wie war's? Er grinst dich an. War das schön? Gerade wieder aufgewacht, hat im Auto komplett gepennt, sofort weggepennt. Aber jetzt sind wir wieder wach. Aber jetzt machen wir den Mittagsschlaf, ne? Meine Haare sind auch komplett nass, wenn ich jetzt öffnen würde. Das war die letzten Male nicht so, aber Nelio hat das Planschen für sich entdeckt. Also, dass er wirklich so planscht. Das ist richtig süß. Aber er macht mich ja komplett nass die ganze Zeit. Und jetzt haben wir auch schon Freitag und ich bin hier mit dem Kleinen auf der Couch. Bisschen im Spielen. Und boah, gestern ist irgendwie gar nicht mehr so viel passiert. Irgendwie ist die Woche generell sehr komisch. So. Das ist jetzt auch sein Ding. So nach etwas zu schlagen. Willst du dich haben? Du liegst voll in der Ritze hier. Und weg. Also nicht, dass ich mich schlecht gefühlt habe so die Woche, überhaupt nicht. Aber die war so irgendwie, also so, boah, ich kann es gar nicht beschreiben. Also sehr unmotivierend. Ich habe zwar jetzt nicht wenig geschafft, also ich habe schon so das normale Pensum gemacht, was ich auch sonst normalerweise mache. Aber irgendwie, das hier drin, das ist nicht so irgendwie. Also klar, es waren immer mal wieder so Tage, so Wochen. Trotzdem geht es mir gut, uns geht es allen gut. Wir sind alle happy, wir sind alle gesund. Aber trotzdem war es eine komische Woche. Naja, die Woche hat ja noch 2 Tage, so ist es nicht. Aber ich freue mich auch sehr, dass Eugen heute endlich wiederkommt. Er war ja jetzt die ganze Zeit in München im Studio. Kommt heute wieder. Und dann kommt wieder, glaube ich, ein bisschen Normalität wieder in unser Leben. Und dann beobachtest du mich, wie ich rede? Oh, manchmal denke ich mir so, boah, ich würde ihn voll gerne zeigen, weil er einfach so, er ist einfach ein Goldstück. Er lächelt mich so an. Hi. Um den Tag irgendwie einigermaßen gut zu starten, starten wir doch mal mit meinem Caramel Ice Coffee.
Good morning! Hallo! Hatten wir einen guten Nap? Nein! Hatten wir einen guten Nap? Nein, du hast bestimmt vom Bub geträumt, oder? Ja! Hast du vom Bub geträumt? Vom Bub geträumt? Oder vom Babyschwimmen? Hast du vom Babyschwimmen geträumt? Ja! Ja? Papi kommt gleich nach Hause! Au! Danieli hat jetzt gerade seinen Mittagsschlaf. Ich werde jetzt gleich das Bett beziehen. Mmh, wie lecker! Dieses kleine Nelio-Hände. Dann habe ich einen sehr coolen Trick für euch. Und zwar, beim Bettlaken hat man immer das Problem, dass es meistens zwei lange, zwei kurze Seiten gibt. Oder wenn ihr zum Beispiel auch ein Boxspringbett habt, wie wir, gibt es einen coolen Trick. Sucht ihr dieses Etikett hier. Und zwar gibt es immer ein Etikett da drin. Und ihr könnt euch merken, dieses Etikett kommt immer unten rechts ans Bett. Heißt, ihr werdet nie wieder das Problem haben, dass ihr es falsch bezieht. Ist immer richtig. Ready. Look who's back. Mr. Kasakov. Hallo. Hallo, mein Sohn. Wir fahren jetzt zu Baby Kochs und holen endlich den Hochstuhl ab. Hallo, mein kleiner Engel. Ich hab dich so vermisst. High five. Fast. So, genau. Wir fahren jetzt in die City, um den Hochstuhl abzuholen. Dann kann es auch richtig losgehen mit der Beikost mit Nelio. Weil wenn ich alleine bin, ist es sehr, sehr schwer, ihm das zu geben. Sudi ist auch da. Hallo, Schatzi. Ich muss zu Diego. Ich habe die Essen da gelassen. Ich muss jetzt gucken, was ich für Schuhe anziehe. Zu lang, also. Geht. Ich hoffe, Justin Bieber. Justin Bieber. I will never say never. Ja. Studio von Justin Bieber, Frisur von Justin Bieber. Jetzt fehlen nur noch die Streams von Justin Bieber. Stark! Brauchen wir auch noch eine Maske? Nee. Gar nicht, ne? Nee. Mach mal an. Nee, du weißt, was wir damit machen, ne? Du weißt, was wir damit machen. Das hättest du sehen müssen! Die Mama, die hat einfach was Nervenfang bekommen. Weil der Ball angekullert kommt. Ich dachte, komm ich auf den Kopf. Weil das geil ist an meinem eigenen Haus. Ich kann keiner auf den Sack nehmen. Was mit Papa passiert? Da ist ein Ball gekommen, dann ist Papa mal verloren. Im Herzen. Junge sein. Im Herzen noch sechs, ne? Vier. Cool. Wow. Stylo. I'm ready. That's my outfit von Sassy Classy. Das ist von Naked. Das ist von Naked. Und die Schuhe sind Jordans. Meine. Boah, das war laut. Meine Balenciaga Bag. That's my outfit. Bisschen colorful today, but it's okay, it's okay. So, was macht man, wenn man einen Ausflug macht nach Düsseldorf? Natürlich Auto waschen. Ich liebe es, wenn er nicht anfängt, jetzt langsam zum Arm. Wir sind wieder in unserem Lieblingsladen und wir sind einfach die allerersten. Jackie und Chris kommen jetzt mit Malia und dann haben wir ein Sechser-Date. Das ist kein Sechser-Date, das ist ein nachträgliches Geburtstagsessen. Und das ist kein Geburtstagsgeschenk. Ich hab's vergessen, zu Hause. Das war meine Idee, hier essen zu gehen. Ah, scheiße. Schenk ihr einfach deine Uhr. Okay, schenk ihr einfach meine Uhr. Fuck. Okay, ja, dann kriegt sie es Donnerstag, da sehen wir uns wieder. Huch, upsi. Eine gute Freundin. Die beste Freundin. Boah, ich war so müde, Alter. Wie ihr lacht. Ich habe so ein glückliches Baby. Ich habe noch nie so ein glückliches Baby gesehen wie dich. Du auch nicht, ne? Yeah. Sind da. The food ist da und das brutzelt hier noch. Wie die da sitzen. Wir wollen essen. Können wir jetzt anfangen? Ich will jetzt anfangen. Kleines am Schlafen. Malia wird auch gleich einschlafen. Oh
Hoffentlich. Hoffentlich. So. Wir waren wieder bei Unbehauen und ich habe mir ein Nusseis geholt. Und was hast du? Ich habe einen Eiskaffee bestellt. Du hast bekommen, Korrekt. Was du bestellt hast. Also ich weiß nicht. Wow. Wow. Mit einem Strohhalm habe ich es bekommen. Wow. Sie meint das ernst. So, wieder back home. Und ich wollte euch natürlich mal den Stuhl zeigen, den wir heute bei Babykochs abgeholt haben. Und zwar ist es dieses wunderschöne Prachtstück hier. Und zwar ist es von der Marke Nomi. Und zwar kann man sich den komplett individuell zusammenstellen. Wir haben den jetzt zum Beispiel in so einem braunen Holz. Das sieht man gerade nicht so gut, aber hier erkennt man, glaube ich, ganz gut. In so einem braunen Holz. Und das hier ist alles in einem dunkelgrau. Das passt nämlich sehr, sehr gut halt zu unseren Möbeln, die wir hier haben. Unter anderem unser Sideboard ist in so einem dunklen Holz, unser Tisch ist in so einem dunklen Holz oder hier unser Esstisch hat auch so ein dunkles Holz und das passt sehr, sehr gut zusammen. Dann natürlich, unser Boden ist halt komplett grau. Wir hätten das auch in schwarz sehen können, dass es halt so hier dazu passt, aber wir fanden es ein bisschen zu hart von der Farbe. Deshalb haben wir gesagt, komm, machen wir mal so ein schönes Grau mit diesem Holz. Das ist der wunderschöne Stuhl für die Beikost und der wächst halt auch mit. Das ist halt auch ganz cool. Also den kann man dann später auch benutzen, wenn der Kleine dann größer ist. Ich zeige ihn euch bestimmt irgendwann nochmal, vielleicht auch auf Instagram oder so, ein bisschen näher oder wenn er in Action ist. Aber ja. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr cool und bin sehr happy. Aber damit würde ich mich dann auch verabschieden. Morgen kommt der Vlog auch schon online, denn wir haben jetzt Samstagabend. Das heißt, ich werde diesen Vlog jetzt auch noch schneiden. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr gerne mehr solcher Wochenvlogs haben wollt, lasst es mich auf jeden Fall wissen mit einem Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich allen eine wunderschöne Woche. Fühlt euch alle geknutscht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.